Also, Sie beide können mit Geld ja überhaupt nicht umgehen. Zwillinge. Da weiß der eine nicht, was der andere tut. Ständige Verwechslungen. Geben Sie das Geld lieber uns. Bearbeitungsgebühren müssen wir Ihnen natürlich doppelt berechnen. Dann melden wir uns mal wieder vom Biberer Eck mit Blick auf unser herrliches Stadion am Biberer Berg. Links, da sehen wir die Kickerskneipen. Und rechts, da ist ja unser Fanmuseum. Da gehen wir jetzt mal rein. Ups, da war das Fanmuseum. Was nun? Ah, ich weiß, wo es ist. Direkt hier um die Ecke. Ja, nur wenige Schritte und dann ist man schon da. Hier ist es. Das Fanmuseum. Und schon sind wir da im nagelneuen Fanmuseum. Und da steht er neben mir, der Leiter und Gründer und überhaupt Macher mit seinem großen Team, Thorsten Franke. Ja, wir dürfen jetzt schon mal so ein bisschen hier reinschauen, obwohl es erst morgen so richtig losgeht. Was ist denn genau geplant? Ja, morgen ist mehr Tag der offenen Tür geplant. Und zwar planen wir von 10 bis 18 Uhr Tag der offenen Tür ohne Programmpunkte, dass die Leute sich erstmal alles vorab angucken können, weil fertig ist es noch nicht endgültig. Jetzt ist ja so, das Fanmuseum war zunächst in der Innenstadt, dann ist es hochgezogen aufs Biberer Eck. Das war, denke ich, ganz komfortabel. Und Gott sei Dank ist es hier direkt um die Ecke. Das heißt, man kann es zu Fuß eigentlich sogar wunderbar erreichen. Die, die mit der S-Bahn anreisen, die müssen fast bei dir vorbei hier. Würde uns sehr freuen, wenn sie alle den Weg hier reinfinden, natürlich. Ja. Es gibt immer neue Geschichten zu erzählen und zu entdecken. Ja. Was sind denn so die neuesten Geschichten so rund ums Fanmuseum? Also wir planen jetzt einen ganz anderen Aufbau, wie wir es vorher hatten. Wir gehen jetzt vermehrt auf die Zeitgeschichte ein, mit Texte viel, dass zu jedem Jahr natürlich die Highlights aufgeführt werden, dass jeder ein bisschen auch was lesen kann, was überhaupt mal in den ganzen 110, 12 Jahre passiert ist. Und das wird ringsrum noch passieren. Hier sieht man so eine kleine Auswahl hinter dir, Lars. Mhm. Das ist ein Anfang und das wird auf den anderen Seiten noch fortgesetzt. Also das heißt, an Ausstellungsexponaten und so weiter ist jetzt nicht viel verloren gegangen, oder ist das der Fläche geschuldet? Ja, der Fläche ist schon einiges geschuldet. Wir können nicht mehr alles ausstellen, weil einfach zu viel Material vorhanden ist. Mhm. Es wird viel im Archiv und Lager noch verschwinden, wo wir nach und nach wieder so Themenecken vielleicht bereitstellen und dann immer eine andere Ausstellung machen. Jetzt hast du gesagt, morgen gibt es jetzt kein großes Programm, sondern die Leute sollen sich erstmal einfinden, sollen mal schauen und begeistern sich lassen wieder von den ganzen alten Schätzchen, die wir hier haben, bis hin zum DFB-Pokal, der auch da ist. Ja. Was genau darf denn der geneigte Zuschauer, der vielleicht auch noch gar nicht im Fanmuseum war, hier alles erwarten? Ja, erwarten soll er erstmal nichts Großes. Es geht darum, wir trinken einen zusammen, wir unterhalten uns zusammen und führen die Geschichte von den Gigas vor. Und um 10 Uhr hat sich die Mannschaft auch angekündigt, die uns zu Besuch kommt und auch Autogrammstunde hier macht. Und ich denke mir, das sind erstmal die ersten Programmpunkte. Dann gibt es feste Öffnungszeiten, wo uns jeder besuchen kann. Gut, ich meine jetzt auch mehr so ein bisschen in Richtung der Exponate. Was würdest du sagen? Gut, für dich ist alles, sind alles Schätzchen und du kennst alles, bist mit jedem einzelnen Teil hier per Du sozusagen. Aber was würdest du denken, was sind so die absoluten Highlights, die man unbedingt gesehen haben muss? Oh, das ist natürlich der Entstehungswimpel vom Verein bis über die Zeitkapsel. Sehr viele ältere Trikots, aber auch Kutten von den Fans, leider auch Verstorbene dabei, sind, wie du schon sagst, es ist alles Highlight. Natürlich DFB-Pokal. Pokal, Siegerwimpel und viele, viele Heftebücher, wo man sich reinwälzen kann und Stunden hier verbringen kann. Du hast eben mir ein gutes Stichwort gegeben, Zeitkapsel, da war doch was. Als das Stadion dann neu gebaut wurde, wurde die ja gefunden. Da haben wir kurz drüber berichtet, aber dann haben wir nie gesehen, nie gehört, was denn da eigentlich drin ist. Wollen wir das verraten oder sollen wir die Leute einfach mal selbst gucken lassen morgen? Also da planen wir noch wahrscheinlich zum Pfingstfest. Ich will nicht vorgreifen, aber die ist noch nicht geöffnet bis heute. Wir haben sie noch zugelassen, steht hier hinter dir in der Vitrine drin. Und wir wollen wahrscheinlich ohne den größten Anlass, wollen wir die öffnen, dass alle teilhaben können, wenn die geöffnet wird und gesehen wird, was drin ist. Und über was wir natürlich auch noch sprechen müssen, neben all dem Tollen, was wir hier so sehen können, ist, wie sich das Fanmuseum ja trägt. Denn das ist ja unheimlicher Aufwand, den ihr hier betreibt. Das kostet alles auch Geld. Und da habt ihr zahlreiche Unterstützer, aber es sind eigentlich nie genug, oder? Vollkommen richtig. Da an dieser Stelle möchte ich mich gleich nochmal bedanken bei allen, die uns die Jahre immer unterstützt haben.
und mit Mitgliedschaft, Patenschaft oder Spendengelder, die hier reingekommen sind, und damit trägt sich das Museum. Zurzeit rufen wir auf 19,01 €. Patenschaft hat sich erhöht von 12 € auf 19,01 €. Und wir suchen natürlich jede Zeit weitere Paten, die uns unterstützen. Dann schlage ich vor, machen wir jetzt hier einen Schlusspunkt und ich gebe dir gleich mal 19,01 €. Hey, klasse. Noch mehr so, Leute. Danke auch. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir und weiter so. Dankeschön und euch auch alles.